So, naja. Gut. Kann mich nur Vize segnen? Wäre Hey, das you! möglich? Nee, kann er nicht. Er kann mich nur zum Kloster bringen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die Sache mit der Liebesgilde ist aber ein bisschen kompliziert. Eine Stadt sind. Ja, kümmere ihn euch mal rum. Steintafel. Händler der Diebesgilde. Hier sollte ich mich vielleicht umhören. Der Weg ins obere Viertel. Oder Arbeit haben, der Siegen der Götter, die vermissen. Große Lehrlinge, das sind die vermissten Leute. Immer mit der Augenklappe, wo sind die vermissten Leute? Der Fischer Farin beklagt den Verlust eines Würfels und sagt, dass sich William öfter mit irgendwelchen Halsabschneidern in einer Bucht nördlich des Hafens getroffen hat. Also müssen wir doch darüber schwimmen. Aha. Denke ich mal. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Wir versuchen es einfach nochmal. Nördlich des Hafens. Sowas. Nördlich auch den ganzen Tag. Des Hafens. Ja, wo ist denn Norden? Ich habe was anderes. Das ist mal wieder typisch. Einige können immer die Richtung. Ja, wir versuchen es nochmal. Speicher. Hui. Flug. So. Einfach schwimmen. So, das kann jetzt wieder ein wenige Minuten dauern. Währenddessen versuche ich möglichst viele eigentlich sehr unwichtige Informationen zu erzählen, damit euch nicht so langweilig ist. Und zu diesen unwichtigen Informationen zählt zum Beispiel, dass Batman höchstwahrscheinlich nicht real ist. Ja, das schockiert jetzt wahrscheinlich sehr viele von euch, aber dafür wurde die Existenz des Weihnachtsmanns zu 50% bestätigt. Ja, das ist die reine Wahrheit, die ich hier erzähle. Und ja, das könnt ihr auch euren Eltern erzählen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Weihnachtsmann ist quasi zu 50% real. Und das scheint auch der Osterhase. So, dann sind wir auch schon drüben. Ich speichere drüben nochmal. Damit, falls hier nichts ist, wir den ganzen Weg wieder zurückschwimmen können. Kann ich da eigentlich, also rein theoretisch, müsste ich doch da an Land gehen können und dann da so rüber und dann über das Gebirge und das müsste eigentlich gehen. Das werden wir dann nochmal versuchen. Let's Glitch Gothic 2. Ich muss aufpassen wegen dem Baran. Oh Gott. Okay, der schwimmt weg. Ich speichere noch ab. Hä? Er hat sich gerade ins Wasser gestellt. Hallo? Oh Gott, hier sind ganz schön viele Warane. Nein! Du siehst mich nicht. Oh nein. Da ist die Bucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, ist das hier eine Bucht? Au, oh, ist ein Problem. Ist das hier eine Bucht? Nee, ist hier. Muss ich mal umgucken. Ja, da ist eine Höhle. Gut, da gehen wir rein. Steht fest. Ich gehe an den Viechern irgendwie rum. Vielleicht kann ich die auch irgendwie ganz viel Glück wegschießen. Ich mich irgendwie da auf die Steine stelle oder so. Ja, gucken wir mal. Wo
so in der Mitte durch, so. Dass die beiden mich nicht so direkt anhaten können. Ja, ist gut. Siehst mich nicht. Oh fuck. Ich hänge euch auf. Oh, Alter, wie ist das schon? Fuck it. Ich guck mich mal hier ganz entspannt um. Das ist auf jeden Fall eine Truhe. Ich werde wahrscheinlich irgendeinen Schalter drücken müssen, um das zu deaktivieren. Ich glaube auch nicht, dass wir so einem Varan genug Schaden machen, um den umzulegen. Scheiße. Schwimm doch mal nach oben, du Affe. Ja, Blubberblasen an Land, über Luft und so, ja, voll lustig. Ist wahrscheinlich Seifenwasser hier. So, wir nehmen mal den Rücken. Oh, ich muss dem nur fast gegenüberstehen, weil ich so ein guter Bogenschütze bin. Alter. Kann ich ja gleich einen Nahkampf wechseln. Alter, wird's nicht träumen. Toll. Okay. Okay, es zieht mir nur extrem viel Leben, das Viech. Muss versuchen, euch wieder auf die Steine zu kommen. Könnte ich die vielleicht killen? Wir gucken mal. Gibt da bestimmt eine Möglichkeit. Gothic gibt es immer Möglichkeiten und Wege. Und jetzt hier lang, ja. Und wie muss das gehen? Muss einfach. Ja, den Berg hier hoch. Den hier so, jawoll. Ja. So. Oh. Hm. So Leute, und da sind wir wieder zurück zu Let's Play Gothic. Alter, warum ruckelt das denn so fein Scheiße? So, jetzt müsste es funktionieren. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben versucht, hier unten in den Eingang reinzukommen, was uns aber nicht so gelungen ist. Deswegen, ja, gucken wir mal. Es zieht immer noch nach. Ich muss erstmal gucken, warum das nachzieht. Bin gleich wieder nach. So, gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Jetzt läuft es wunderbar. 70 FPS, das dürfte reichen. Und, ja. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Musik ist schon wieder extrem laut. Das war schon wieder gestorben. Hab ich schon vergessen. Das ging nämlich wieder für kurze Zeit nicht. Deswegen ich kurze Zeit wieder mal nicht aufnehmen konnte. Und ich habe vergessen, jemand springt. Na, super. Steuerung, Sprach mit Alt. So. Jetzt können wir mal gucken, ob wir den da unten wegsnipen können. Na, ja, das funktioniert jetzt super. Nämlich überhaupt nicht. Ah! Dann sind wir sneaky. Kann den da
und nicht anvisieren. Leck mich doch am Arsch. Jetzt. Fuck it. Ich weiter vor. Das kann ich natürlich für dich an. Wenn wir die Pfeile ausgehen, dann ist das treffe ich den Kern. Nein. Ach Mann! Oh fuck. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ich glaube, ich habe jetzt schon 2 wählen. 2. Kriegen wir doch nie tot. Oh. Oh. Das ist doof. Ich muss das nochmal anders versuchen. Und zwar, wenn jeder Pfeil sitzt, müsste der eigentlich sterben. Oh, oh, oh. Ah, ah ja, genau. 0,2 mm gefallen und sofort gestorben. Like DayZ. Übrigens steht heute schon fest, dass das Telefon bei mir klingelt, da ich einen Anruf erwarte. Deswegen das Telefon direkt neben mir liegt. Also nicht wundern, wenn das hier jeden Moment losklingelt. Falsche Waffe. Waran. Der Fall hat gesessen. Der wieder. Doch mal ja. Sind wahrscheinlich der weltschlechteste Bogenschütze, wenn wir von so einer Entfernung teilweise nicht treffen. Ja, genau. Ich bin es in Gothic gar nicht gewöhnt, so wenig Pfeile zu haben, um ehrlich zu sein. Scheiße. Hallo, komm mal ruhig. Das beruhigt er sich nicht. Beruhigt dich! Okay, dann. Plan B. Ja! Ja! Oh. Scheiße, das schaffen wir wirklich noch nicht. Brauche ich gar nicht versuchen. Fuck, wir sind noch zu schwach. Schade. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden. Das wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig auf die Dauer. Aber hier komme ich irgendwie gerade nicht mehr weg. Okay. Die Ritze. Ja, genau. Ah ja, stimmt. Während einer Interaktion kann man ja nicht das Menü öffnen. Das heißt, wir sitzen jetzt hier fest. Gut, dann war es das jetzt mit Let's Play Gothic 2. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich muss Gothic neu starten, bis gleich.